Hallo und herzlich willkommen zu Spider-Man, die Stadt, die niemals schläft, Episode 2. Revierkämpfe und dem Beagle. Oh Gott, viel zu lang die Titel. Ich habe noch gar nicht geguckt über Google-Suche, wie das komplett ausgeschrieben wird. Also, ne, wie man das benennt am besten. Ich habe das Gefühl, dass ich da nach exakt null Zeichen für den Titel der Folge über. Mal gucken, aber wir sind jetzt hier in Episode 2. Wie gehabt, wie auch schon bei der ersten Episode, kaum dass ich ins DLC gewechselt bin, musste ich direkt auf Pause drücken, weil Zwischensequenz. Sei es drum. Ist wie alles von Spider-Man, Marvel Spider-Man, wie das Hauptgame und Episode 1 von Insomniac Games entwickelt und von Sony gepublished. War mal PlayStation exklusiv, ist es ja mittlerweile nicht mehr, sondern man kann es auch auf PC spielen. Ich meine, es ist zumindest, doch ich meine, es ist nicht nur angekündigt, sondern es ist auch so. Hoppala. Wenn ich so klinge, als hätte ich keine Ahnung, worüber ich spreche, dann liegt das einfach daran, dass mir sehr warm ist. Es ist sehr warm. So, ihr hört das Flattern. Es flattert, das Rock. Es ist wirklich scheiße warm da draußen. Keine Ahnung, wann es rausgekommen ist, wenn ich ehrlich bin. Irgendwann in einem Jahr, wo auch Episode 1 rausgekommen ist. Ich meine, es ist noch im gleichen Jahr gewesen wie auch das Hauptspiel. Aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt einfach. Suri Watanabe. Lagebericht. Felicia Hardy, alias Black Cat, wird vermisst und ist vermutlich tot. Gemeinsam mit Magier Don Hammerhead wollte sie die anderen Magier-Familien erpressen. Doch Hardy betrog Hammerhead. Der wiederum schlug mit gestohlenen Sable-Waffen zurück. Brutal. Hardy und das Erpressungsmaterial wurden Opfer seines Angriffs. Jetzt will Hammerhead Blut sehen. Erpressung ist keine Option mehr, also zieht er in den Krieg und hofft, die anderen Magiadons zu eliminieren. Dafür hat er sich weitere schwere Waffen angeeignet, die Sable beim Abzug zurückgelassen hat. Wir haben so viel Sable-Ausrüstung wie möglich beschlagnahmt, aber vielleicht nicht genug. Es tobt ein Bandenkrieg und New York steckt mittendrin. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück. Die Magia hat Hammerhead im alten Harlem-Sanatorium festgenagelt. Wenn wir seine Männer ablenken, könnte sich ein kleines Team ins Gebäude schleichen und ihn lebend da rausholen. Wir haben nur einen Versuch. Den müssen wir nutzen. Es wird ungemütlich. Bereit, wenn du es bist. Verstanden. Dann werde ich sie mal ablenken. Bereit, meine Herren? Spidey, guck mal. Cool. Das ist gegen die Regeln, Lieutenant. Tut mir leid, Captain. Geschenk von meinem Kleinen. Man hat ja nicht jeden Tag mit ihm zu tun, ja? Ich lasse es durchgehen. Diesmal. Und jetzt zurück auf Position. Ja, Ma'am. Dann mal los. Ist die Spinne! Habt ihr in die Kunst des Krieges was über Irreführung gelesen? Nein? Gut. Ein Magierbürgerkrieg. Hammerheads Männer gegen all die anderen Familien. Und ich stecke mittendrin. Ah ja, klar. Au! Unglaublich, dass Hammerhead ein altes Sanatorium als Basis gewählt hat. Nein, Moment. Ich glaube das absolut. Ich muss die Aufmerksamkeit der Typen auf mich ziehen, während Yuri und ihr Team versuchen, Hammerhead zu schnappen. Sag es doch noch lauter, Spider-Man. Vielleicht hat der Alle Letzte... Alle sonst so ähnlich wie Hammerhead heißen. Mal sehen. Wie wär's mit, Elch? Das ist ein majestätisches Tier. Oder Stachelrochen, um beim Meeresthema zu bleiben. Hey, ich mache hier Brainstorming. Ja, wir sind alle erledigt. Ihr seid alle erledigt. Ihr habt so viele erledigt. Weil ich ziemlich gut bin als Spider-Man. Aus dem Weg! Das Spinne! Das wird wehtun! Wir sind zu wenige!
Nein, ihr seid nicht zu wenig, ihr seid einfach nur schlecht. Die Jungs vergessen das nicht! Das macht nichts. Au. Niemand kann uns abhalten. Vergesst Hammerheads, Leute! Alle auf die Spinne! Hammerheads, Leute, gegen den Rest der Magier. Das ist wie eine Party, auf der man alle hasst. Ja, das ist wohl wahr. Au. Schlagt ruhig weiter aufeinander ein. Ich überwache das Ganze nur. Au. Ganz schön frech irgendwie. Du hast mich mit den Falschen angelegt. Ist das so? Arschloch. Mehr Magierschläger, mehr Hammerhead-Schläger, mehr Zerstörung öffentlichen Eigentums. Beide Seiten sind nicht gerade unterbesetzt, was? So, weg mit dir. Juri, alles klar bei dir? Eliminierung bestätigt. Bestätigt, machen weiter. Bewegung, Bewegung! Ja, alles klar. Klingt danach, als könnte sie noch ein bisschen ablenken. Ich halte das ewig durch, Jungs. Muss aber auch nicht kann sein. Die ganze Nacht so weitermachen. Tötet ihn! Er schlägt mich, obwohl er eine Waffe hat. Das ist Wahnsinn. Er war nicht genug. Nein, ich hab den falschen genommen. Ich mache Spaß, kleiner Mann. Kleiner Mann? Au. Das ist ganz schön frech, was hier immer. Hab ich's jetzt? Ich hab's jetzt. Du endest wie eine Fliege an der Windschutzscheibe! Die Insektenwitze werden echt alt. Das ist neu. Weißt du, dass ihr ihre Schilde geborgt habt? Du bist ein toter Mann! Also, ich kenne ja einen mit einem cooleren Schild. Captain America, ha? Wie soll ich die denn? Warte mal, werden die genauso platt gemacht wie. Ja. Mach ich gar nicht. Ich will gar nicht gegen euch kämpfen. Das war ungefähr so hart wie erwartet. Mal hören, was Juri macht. Spider-Man? Hast du massive Probleme mit dem, was ich möchte? Wie betritt... Ich bin im Sanatorium und jetzt? Ach so. Was? Leute, was will das? Ah. Igitt ist hier schmutzig. Hey Juri, draußen ist alles klar. Wie geht's deinem Team? Ah, schlechter Empfang. Sie muss wohl im Keller sein oder so. Ich muss ihr hinterher. Oh, toll. Schön gruselig. Hier spukt es bestimmt nicht. Ich weiß, Juri kommt schon zurecht, aber irgendwas stimmt da drin nicht. Ich muss ihr hinterher. Hoffentlich gibt's hier keine Klogeister. Das wäre mir jetzt echt zu viel. Klogeister? Hast du zu viel, mein Schulgeist Hanako gelesen?
Hat aber ein cooles Feeling. Vermutlich wird nicht jedes Sanatorium von den Geistern gequälter Patienten aufgesucht, aber dieses hier wohl mit Sicherheit. Wo ist sie denn? Ha. Huh. Sie könnten einfach so in Magia. Bitte Ruhe bei der Infiltration. Sieht nach Hammerheads Operationsbasis aus, aber kein Hammerhead. Und sie haben um Bezirke gespielt. Darum, wer die Kontrolle bekommt, wenn der Rest der Magier raus ist. Na, viel Glück. New Yorker werden gerne herumkommandiert. War bestimmt sarkastisch gemeint. Hoch, ich muss meinen Timer stellen. Geh gerade in die falsche Richtung. Was haben wir denn da vorne? Die anderen Magiadons. Sehr subtil. Ganz subtil. Yuri! Das klang nicht gut. Wo denn? Ich muss zu ihr. Schnell! Ja, wie denn und wo denn und was denn? Auch eine Abkürzung. Wo kamen die denn her? Wen kümmert's? Überall Cops. Und die Spinne ist auch hier. Wir schalten sie aus. Wir schalten alle aus. Ist das ein bisschen sehr... Ich sollte diesen Kerl aus dem Weg räumen. Ja, nein. Im Ernst? Oh ja. Du hast's mal versucht. Und? Hammerhead riss ihm fast das Ohr ab. Mit allem, was dran hängt. Oh. Ja, also frag nicht, was in dem Raum ist. Wer ist das? Spider! Mann getroffen! Mann getroffen! Hey, ich sehe! Ach, natürlich. Man wollte ja mal lautlos sein, ne? Man wollte ja mal lautlos sein, das hat nicht funktioniert. Das waren alle. So, was sollten Hammerheads Schläger hier für ihn bewachen? Nein, das wollte ich so nicht machen. Spider-Man. Ich habe einen Vorschlag, Spider-Man. Du tust, was ich dir sage, wenn ich es sage und dir angebe. Dankeschön. Sable-Technologie. Aber was ist das andere Zeug? Und wie hat Hammerhead es in die Flossen gekriegt? Ganz schön viel Zeug zum Livestreamen. Von Screwball gibt's dafür sofort einen Daumen runter. Das ist neu. Wirkt zu professionell für ein Hammerhead-Produkt. Überwachungsvideos. Yuri muss da doch auch drauf sein. Ich muss sofort da rein. Ja, aber wie ist bei DB? Ah. So. Sie haben das Sicherheitssystem umfunktioniert. Na los, Yuri. Also ich hab ja Manieren. Wenn es klopft, sag ich herein. Nein. Aber ihr musstet euch reinschleichen. Das ist das Problem mit euch neuen Korps. Kein Respekt. Feigling! Oh nein. Wie geht's? Klar, früher mal. Da hatten wir ihren Respekt. Ihr schlug zu, wir schlugen zurück. Zeigten euch euren Platz. Lehrten euch das Fürchten. Aber jetzt. Jetzt glaubt ihr, eine steife Brise wirft uns auf!
Furcht muss zurückkehren. Wasser fallen lassen! Hände hinter den Kopf! Eher nicht. Captain, es tut mir leid. Na los, sofort! Da ist sie. Da ist die Furcht. Na los, Captain, tun Sie's! Juri, wo bist du? Juri, bist du wirklich okay? Oh, ja. Juri. Ich muss nur mal kurz durchatmen. Lass mich helfen. Ich suche Hammerhead, finde heraus, was er plant. Du brauchst Zeit für dich. Das wäre gut. Ich muss den Familien meiner Leute sagen, was passiert ist. Aber halt mich nicht daraus. Wenn du was rausfindest, sag's mir. Versprochen. Wir stoppen den Kerl, Juri. Nein, nicht stoppen. Wir nageln ihn an die Wand. Hammerhead hat's jetzt persönlich gemacht. Ich kann das nicht weiter zulassen. Seine Männer hängen angeblich in der Bar ohne Namen rum. Ich werde dort mit der Jagd beginnen. Eine Bar ohne Namen? Na, faszinierend. Och nö. Da gibt's sogar noch richtig viel. Dann lass wenigstens hier nicht noch irgendwas geben. Ja, wenigstens das. Ich hoffe, Screwball ist nicht mit dabei. Das würde ich nicht verkraften, wenn ich ehrlich bin. Eine Bar ohne Namen? Nicht schlecht. Wer kennt sie nicht, diese Bars ohne Namen? Da gehen wir noch schnell hin. Das heißt schnell. Man weiß ja nicht, wie schnell. Aber wir gehen da trotzdem noch hin. Wir haben ja noch 2 Minuten. Passwort ist los. Lass mich rein, du Idiot. Ha, sehr schön. Hab mir Mühe gegeben. Die Bar ohne Namen. Stammkneipe von New Yorks berüchtigsten Kriminellen. Letztes Mal, als ich dort war, dauerte der Kampf hier fast das ganze Labor Day-Wochenende. Aber jetzt habe ich dich, mein tapferer kleiner Freund. Irgendwer hier muss wissen, was Hammerhead plant. Spinnen Edge. Ich muss ein paar Gespräche belauschen. Vielleicht erfahre ich was. Keine Waffen, Schlägereien oder Superkräfte. Ganz schön hohe Erwartungen an die Gäste hier. Ja, aber ich gebe meine Waffen nicht ab. Das tut mir leid, aber das sind nun mal die Regeln, Sir. Die Waffen bleiben hier. Okay. Okay, Spideybot, lass mal das. Der arme Magiermann, der das reparieren muss. Ganz schön laut hier drin. Ich sollte die Gespräche nach Magier und Hammerhead filtern. Trinken wir nachher noch ein Bier? Nee, ich hab Baseball. Oh, echt? Du siehst dir ein Spiel an? Nein, nein, ich meine, ich hab Baseball. In echt jetzt. Wir sind ziemlich gut. Ernsthaft? Ich schwör's bei meiner Mutter, wir gewinnen immer.
Ah, hier gibt's ja sowieso kein gutes Bier vom Fass mehr. So richtig weiß ich nicht, was die von mir wollen. Das offensichtlich... Komm ich nicht mehr da hoch? Rob Roy! Er hat den Rob Roy bestellt! Zeit zu lauschen. Einer von den Kerlen hier muss wissen, was Hammerhead vorhat. Wer wirkt hier am dubiosesten? Wo kann ich mich denn gut verstecken? Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. Verrückt, die Mangiadons halten sich alle an einem Ort auf. Die glauben, dass das sicher ist. Den Boss freut's. So erwischt er alle gleichzeitig und übernimmt danach die Mangia. Dämliche Dons. Wenn Hammerhead die Dons auslöscht, kontrolliert er die ganze Mangia. Ich muss vor ihm da sein. Hier muss jemand wissen, wo sie sind. Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. Okay. This was very serious. We had worked them over for a while. Hey, der Angriff auf die Mangiadons. Wo soll es losgehen? Hast du einen Treffpunkt? Nee, der Neue sagt, er weiß es. Hammerhead hat's ihm erzählt, sagt er. Und seit wann weiß ein neuer Typ mehr als wir? Dem werde ich's zeigen. Ich hoffe wirklich, dass der neue Typ weiß, wo die Dons sind. Na los, neuer Typ, du schaffst das. Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. Hey, du sollst wissen, wo die Dons sind. Nicht so laut, Mann. Es ist, ich weiß es nicht. Na los, neuer Typ. Ich wusste es. Blödes Großmaul. Ja, aber ich weiß, wer es weiß. Winnie und Gino. Sie sind hinten. Und verraten es niemanden. Ganz was Neues. Winnie und Gino wissen alles. Halt bloß die Klappe, Neuer. Winnie und Gino, hä? Ich muss herausfinden, was sie wissen. Wo heißt es denn? Wo sind die denn? Hilfreich. Danke für nichts. Was für ein Drecksloch. Dino! Gino? Nein, Dino! Oh, schon dabei. Nee, ja klar. Entschuldigung, ich komme. Die Sicherung? Nein. Alles gut. Billy und Gino. Eine Karte von Hammerheads Geschäften? Die muss ich mir näher ansehen. Neben der Brennerei. Ah, natürlich. Druckt Hammerhead schon seit Jahren Geld. Wortwörtlich. So. Wenn ich hier fertig bin, rufe ich MJ an. Diese Standorte sind für ihren Artikel über Kriminalität bestimmt interessant. Okay, weiter. Ich muss zu Winnie und Gino herausfinden, wo die Mangiadons sind. Ach so. Hey, hast du von dieser Projekt Olympus-Sache gehört? Hab's gehört. Gefällt mir nicht. Könnte interessant sein. Könnte einen umbringen. Projekt Olympus? Warum höre ich das ständig? Wo könnten die denn...
Vinny und Gino, nehme ich an. Sie wissen, was Hammerhead plant. Da liegen Notizen auf dem Tisch. Also, das lässt sich schon gut verteidigen. Aber sicher, von außen. Diese Magiadons haben keine Ahnung, was Hammerhead für sie geplant hat. Die werden echt. Das Versteck der Magiadons steht in den Notizen. Ich muss die Glimmer-Twins ablenken. Machen wir das wie doch. Wie bei einem Geburtstag. Nur vielleicht was mit dem... Was ist denn hier los? Das war der eine. Jetzt der andere. Siehst du hier was Eklektisches? Was Elektrisches? Ein Radio. Verdammt! Das ist meine Chance. Sagte ich doch. Du sagtest eklektisch. Wie meine Tante mit den blöden Hunden. Wie komm ich denn Charles, da sonst hoch? Was. Ich liebe diese Hunde. Schnauze und reparier das Licht. Wie... mache ich das denn? Die Dons verstecken sich im Auerbach-Theater. Ich muss sie noch vor Hammerhead erreichen. Gut gemacht, Spider-Bot. Jetzt versteck dich, ich hol dich später ab. Ich bring Desinfektionsmittel mit. Okay. Ich bin... Hey MJ, hier ist Pete. Ja, ich habe deine Nummer gespeichert, Pete. Ich weiß also, dass du es bist. Klar, natürlich. Hör zu, ich weiß, dass du was über Magiatan-Geschäfte schreibst. Ich hab da was für dich. Echt? Ich kenne den Standort von 4 Hammerhead-Geschäften und ich wette um echtes Geld, dass die nicht sauber sind. Ich hab kein Geld zum Wetten, aber das klingt ziemlich sicher. Ich schau mir das gleich mal an. Warum lässt du mich das nicht machen? Ich informiere dich dann. Das wäre toll. Ich hab ne Deadline. Dann bis bald. Okay. Also sind das die ersten Sachen Hammerhead-Tarngeschäfte? Na dann. Ich würde sagen, wir machen... An alle Einheiten. Die Officer beim Hammerhead-Zeugentransfer brauchen Verstärkung. Bitte melden. Ein Zeuge, der sich traut, gegen Hammerhead auszusagen? Ich sollte lieber auf ihn aufpassen. Aber in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.